RTCI nous réunit. So, willkommen nochmal bei Multikulti Live. Hallo, 15.16 Uhr. Das war ja mal ein Stückchen von dem Film Der König der Löwen, deutscher Version, mit dem Titel Der ewige Kreis der Löwen und Der ewige Kreis der Tiere überhaupt. Ich erwähnte ja vorhin den Tag der Hunde weltweit, Welthundetag, im Jahr 2017, und zwar am 10. Oktober 2017 in der Welt. Wir haben natürlich damit heute angefangen, weil wir interessante Gäste hier bei uns haben, und es geht ja um das Thema Tiere überhaupt und Hunde. Ja, bei uns zu Gast Ather oder Ather, 37 Jahre alt, der Mann ist ledig, ein Deutscher mit tunesischer Abstammung. Er ist Speditionskaufmann vom Beruf, Hundetrainer, Berater, Hundeberater, wurde in Deutschland ausgebildet und hat hier einen Verein hier gegründet im Jahr 2015 mit einem wunderbaren Titel, nämlich Treu. Herzlich willkommen, Ather. Hallo. Ja, sagen wir zu seinem Namen erstmal, wir haben uns schon geduzt, Ather, ja. Oder Ather? Also in Deutschland sagen alle Ather. Ather. Aber wird so halt so Azer hier in Tunesien. Azer, genau. Das ist ja auch französisch. Le Chien, der Hund, das ist ja ein Vierbeiner, der war immer eigentlich zu Lebzeiten der beste Freund der Menschen. Der Menschen, Polizei, ja. Brauchte den Hund, ja, Menschen brauchen ja einen Hund zu Hause. Therapiehunde. Genau, aber Menschen profitieren ja davon. Ich kaufe mir einen Hund zu Hause, damit bei mir nicht eingebrochen wird. Was bedeutet für dich Hund? Also ich werde jetzt über Asimas halt die Bedeutung, also halt von Tierschutz, also halt, dass wenn man einen Hund, also halt kauft, also es geht nicht darum, dass wir halt Tiere retten, sondern auch ein artgerechtes Leben, also halt, wenn man einen Hund anschafft, also halt, oder einen Hund, das halt adoptiert oder an sich holt, also muss man halt schauen, dass der Hund, also halt, also artgerecht behandelt, oder dass er, dass das keine Schmerzen oder Leid zugefügt, oder das ist halt wichtig, also halt nicht einen Hund, also einen einfachen Hund kaufen, also sage ich mal als Welpe, und dann einfach, also halt am Anfang, man ist halt begeistert und ist halt noch klein und so weiter und freut sich drauf, und dann später, wo der Hund so halt sage ich mal normale, eigentlich ganz normale Sachen tut, also sage ich mal halt zum Beispiel Leute anspringen oder Sachen angreifen tun oder also Sachen zum Beispiel kaputt machen zu Hause, ist mal sauer, und dann natürlich ein Hund einfach wird, sage ich mal, geleint oder einfach isoliert, und natürlich ist halt wichtig, also bei der Anschaffung, es ist egal, ob das ist Adoption, also halt vom Hund, vom Tierheim oder halt, dass man halt einen Hund, also halt einfach generell, dann anschafft, dass man sich also drum kümmert und dann nicht, dass irgendwas später so halt ausgesetzt wird, oder, und das ist halt das Schlimmste, was einem Hund passieren könnte. Wollen wir mal einfach mal anfangen, dass das ja, also ein Hund ist ein Haustier, ja, wie ein Kaninchen etc. Da gehört ja dazu natürlich aber auch Hausarbeiten, sauber machen, viel Arbeit, also Geld ausgeben halt dafür. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und natürlich auch eine gewisse Liebe sollte sich hier entwickeln mit der Zeit. Also ich sehe immer, es sind drei Sachen, die wichtig sind zwischen Mensch und Hund. Also erstens Liebe. Das ist, ja, gar keine Frage. Keine Frage. Und dann kommt es halt Vertrauen. Okay. Gegenseitig. Ja. Hunde sind bekannt dafür, für ihre Treue. Und daher ist der Name des Vereins... Die treue Seelen halt. Ne? Genau. Also man sagt auch so, die treue Seele, ein Hund und eine Katze auch. Okay, lass uns hier mal über euren Verein. Das ist ja ein eingetragener Verein, wurde mal gegründet im Jahr 2015. Und das war ja In Tunesien, das war deine Eigeninitiative. Am Anfang, ja, 2014 haben wir angefangen, ganz normal. Also halt. Aber offiziell? Offiziell 2015 wurde auch zugelassen vom Staat. Autorisiert, wir sind auch eingetragen im Handelsregister hier in Tunesien. Ja.
Okay, und warum der Name Treu, der Name des Vereins, also, hat das hier mit dem Hund zu tun? Ja, eben. Sicher. Das okay. ist halt die treue Seele. Und dann auch hast du halt eine Eigenschaft, also halt was leider Gottes, also halt immer seltener beim Menschen wird. Okay. Na? Und natürlich, deswegen haben wir jetzt Namen Treu ausgesucht oder. Also durch Überzeugung. Also wir sind überzeugt, dass der Name einfach zu unserem Verein passt, auch wenn es auf Deutsch ist. Ja, ja, also habt ihr nicht mit dem Gefühl, also seid ihr nicht auf die Idee gekommen, diesen Namen in Tunesien auf Französisch zu übersetzen? Ja, also wie gesagt, das ist halt natürlich so ein Verein heißt Treu und darunter ist auch Tierhilfe Tunesien oder Aid Animaux Tunisie oder Animals Help, also schon. Aber auf keinen Fall Fidel, weil da denken ja auch viele, das wäre Castro also oder so. Fidel genau, Castro, so ne? Das, also schon, das passt schon, nicht. Also ich denke auch, wenn sage ich mal. Zuhörer oder halt oder Interessanten, also halt fragen, was das bedeutet, wird das halt natürlich auf Französisch Trö ausgesprochen. Wir erklären die Leute, was das okay. bedeutet in Deutsch. Also schon eine interessante Geschichte und so bleibt auch also halt bei den Leuten gespeichert im Kopf halt. Ne? Das ist klar. So. Verein Treu hast du ja selber gegründet im Jahr 2015 offiziell. Das war eine eigene Initiative von dir. In Tunesien ist ein eingetragener Verein im tunesischen Handelsregister. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, ich sehe, es gibt so einen Bedarf hier in Tunesien. Also die Tiere, die wissen, also die werden also halt meiner Meinung nach nicht artgerecht gehalten. Okay. Also es sind auch so viele Streune, so sage ich mal Katzen oder Hunde. Okay. Also die, also sie sind nimmer oder sage ich mal nicht mehr Haustier, also das wird langsam so eine Plage hier in Tunesien. Ja. Halt. Mhm. Und natürlich die Vorgehensweise halt von den Behörden, also dass sie halt ständig verfolgt, getötet, auch also halt von Menschen, die halt schlecht informiert sind, die werden auch schlecht behandelt. Aber auch von Behörden. Ja, das ist wie gesagt die irrationale Lösung halt. Wir haben ja auf der Seite Borsodria zum Beispiel, Borsodria News, TN, erfahren und auch gelesen, dass der Bürgermeister von Benarus, ohne jetzt den Namen zu nennen, da ist ja uninteressant, weil es geht ja nicht um die Person, es geht hier um eigentlich die Entscheidung der Behörden in Benarus, in Borsodria. Und Borsodria wurde ja mal erklärt, offiziell, als Tollwut gefährdet. Viele Menschen wurden infiziert. Und hier haben wir mal Zahlen aus dem Jahr 2014 in Borsodria. Borsodria ist ein Vorort, 13 Kilometer oder 15 Kilometer entfernt von Tunis, von der Hauptstadt. 315 Menschen mit Tollwut infiziert und 3 Todesfälle bis August 2014 gegen 171 Fälle und 6 Todesfälle in derselben Periode im Jahr 2013. Schreibt, wie gesagt, Tunisie 14 TN. Na gut, also es ist schön, dass du, also wie du zu uns halt, ja, klar, also dass du gut recherchiert hast, dass du eine Statistik hast. Also wir haben auch also eine Statistik hier 2014 oder beziehungsweise bis in 2014, 2015 sind 47.000 Fälle von Menschen, die von, sage ich mal, von Streuner oder streunende Hunde so halt angegriffen. Ja. Mhm. Und da habe ich nur 2 Todesfälle, also halt. Das ist, ja, wie gesagt, das halt von Statistik, also die eine sagt bei dir 3 Todesfälle, sagt bei mir 2 Todesfälle und ich habe auch also halt, die Quelle ist es auch also halt Internet, also halt auch eine Seite, die, sage ich mal von der Glaubwürdigkeit also halt schon anerkannt ist. Also da werde ich mich jetzt nicht auf diese Statistik basieren, ganz einfach. Ja, aber Fakt ist mal, es gibt Todesfälle. Oder es gab. Das ist wie schon gesagt, also da kann man nicht also einfach hier in dem Fall Sündenbock suchen und dann einfach Hunde nehmen. Als ich gehe davon aus, dass du einfach mal gegen diese Entscheidung warst und bist. Warum denn eigentlich? Selbstverständlich, weil das ist eine Sache, also halt, das ist eine Lösung, die einfach irrational ist. Also halt, das genau will ich jetzt dir auch eine Frage stellen. Sag ich mal, Müll in Tunesien ist auch so ein Problem hier in Tunesien halt. Ne? Wenn die Behörden also halt plötzlich oder halt als Lösung Müllverbrennung nehmen, also das wird auch jetzt in der Tat gemacht hier in Tunesien. Ja. So, wenn ich jetzt über Abfallwirtschaft rede oder als Alternative, also halt dir oder halt die Behörden anbieten, die wissen das schon. Also es ist halt nicht eine Sache, die ich das erfunden habe, aber es existiert. Also, ne? Ja. Was ist dir lieber? Also halt einfach Müll verbrennen
Was ist halt das Problem nie lösen wird. Also es wird immer Müll verbrannt hier in Tunesien. Und es ist halt natürlich hat Wirkung auf Anstatt. die Gesundheit von Menschen hier, von Tieren, von Natur, von Umwelt etc. Das wird nicht helfen. Also da wäre das halt natürlich eine andere Alternative angeboten, die halt mehr zivilisiert ist, passend, also halt zu unserer Die Gesellschaft, hilfreich ist oder passend sein zu unserer kann. Gesellschaft, also halt sehr, also sinnvoll, sage ich mal. Was Also wäre die ist, Alternative das jetzt? wäre zum Beispiel Abfallwirtschaft zum Beispiel, so einfach Müll sammeln, recyceln, sortieren etc. Und man kann sogar Geld verdienen damit. Ganz Okay, einfach. Energie Also kannst du halt etc. natürlich so halt Jobs oder Arbeitsstellen hier so halt verschaffen durch so eine Abfallwirtschaft. Ne? Und wenn wir Aushilfe. zum Vierbeiner Das ist zurückkehren, eben was wäre drum. die Also das wäre Alternative? zum Beispiel jetzt die Tiere so halt statt irgendwie halt zu töten oder zu Ja. erschießen, einfach sammeln. Es gibt so halt viele Fangtechnik, also halt, die man selber hier in Ohne Tunesien so zu halt, töten. Ja, genau, zum das Beispiel klingt interessant. Fangboxen, also da wollen wir jetzt nicht, dass wir gleich zum Schusswaffen greifen, Aber wohin damit? sondern ja, wir haben auch genügend Platz hier. Also wenn zum Beispiel jetzt die Behörden, also wir bestehen drauf, also halt, wir haben nichts gegen Behörden, wir arbeiten zusammen, also wir möchten zusammenarbeiten. Also was wäre dein Vorschlag, Aita? Vorschlag, wir haben jetzt eine kleine Aktion auf Djerba. Also ab März, da gibt es keine begrenzte Zeit, ist offen. Da werden also halt in Zusammenarbeit auch mit, also halt Mit den mit, dortigen Behörden? genau, also halt, das wäre das halt speziell, also es ist auch offiziell mit Tierarztkammer eine Und das heißt Vereinbarung impfen, getroffen, kastrieren offiziell und schützen. und schützen, Ja. genau. Also sie werden markiert und so weiter, damit, weil also halt Djerba ist auch sehr betroffen Auch noch. von diesem Phänomen, sage ich mal, also dass die Tiere sich vermehren die ganze Zeit und da muss man halt dann, wie gesagt, impfen Ja. als Schutz, aber impfen alleine reicht das so lange nicht. Also es muss auch also halt die Vermehrung oder halt also irgendwie da ein bisschen begrenzen. Das heißt, Kastration wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Also, dass man Also halt, Hunde kastrieren, das ja, stoppt einfach mal die das weitere genau, Entwicklung. eben. Aber wenn du zum Beispiel nur impfen, dann werden sie sich weiter vermehren. Kommen auch Touristen, besonders auch so auf Djerba, bringen sogar so halt Futter mit, verfüttern die Tiere und so weiter. Im Winter, die Leute werden einfach verhungern und so weiter. Da kommen Krankheiten und so weiter. Das ist auch falsch. Also zwischen Okay, zwei Klammer. alles klar. Also wer natürlich also halt einfach lokal, also dort auf Djerba, Kontakt aufnehmen mit Tierschutzvereinen. Wir sind nicht die einzigen hier. Da gibt es auch viele Tierschutzvereine hier in Tunesien, die aktiv im Bereich Tierschutz und Tierhilfe tätig sind. Also da würde ich jetzt auch empfehlen. Also einfach mal Futter oder irgendwelche Sachen, also für Hunde, so halt, wenn ihr nach Tunesien Urlaub kommt, einfach schauen im Internet. Da sind jede Menge so Tierschutzvereine und so weiter oder Privatpersonen, die Tiere helfen, einfach die Sachen denen geben, die kümmern sich drum. Also So, wäre jetzt meine Empfehlung. also ich Also, rekapituliere, sorry ja. für die Unterbrechung, bei dir geht es ja definitiv darum, überhaupt Tiere überhaupt nicht zu töten, einfach mal zu killen. Das wäre ja unmenschlich, gerade mal, wenn es hier um Hunde geht, sondern es gibt ja auch weitere Alternativen dafür, wie Impfung, kastrieren, damit sich die Hunde nicht vermehren. Und daher die Aktion auf Djerba mit dem Supertitel Impfen, kastrieren und So schützen. sieht's aus. Super, hängt das ja davon ab mit dem Tod von Max, von deinem Lieblingshund Oh zusammen. ja, Ich oh weiß, ja, oh ich ja, kenne es. ja. Also kriege ich jetzt Lass schon Gänsehaut. dir ein Schon bisschen drei Zeit. her, Lass dir einfach mal ein bisschen ja. Zeit, Ja. um darüber nachzudenken. Wir haben hier mal eine kleine musikalische Pause hier. Faisal Lilly mit Nothing Else Matter. Metallica, Nothing Else Matter. Dieser Song, wirklich ein Special Song, gewünscht von Etzam Kassab. Das ist der Familienname. Und jedes Mal, wenn sich Etzam diesen Song hört, mit seinem Hund zusammen, der Gestorbenen alte Hund, Max ja. gestorben, dann
kommen ja wirklich Gefühle heraus. Ja. Du hast ja deinen Hund verloren. Max mit 2 Jahren ungefähr. 2,5. Ja, war das hier in Tunesien. Ja, also ich will mich jetzt nicht zu viel zum Thema mich äußern, oder will ich jetzt kurz sagen, Giftköder. Also der Hund wurde vergiftet. Ja, das ist das halt. Okay, vergessen wir das Thema, weil das tut ein bisschen weh. Das kann ich mir vorstellen. Zurück zur Aktion hier Bursadria, die Entscheidung vom Bürgermeister. Ihr habt ja eine Rechtsabteilung im Verein, genau. Und ihr habt ja einen Antrag gestellt, um einfach mal diese behördliche Entscheidung zu widerrufen. Ja. Ne? Ja. Also wie gesagt, wir haben auf keinen Fall so politische oder irgendwelche, also politische Hintergründe hier im Verein, also unser Tierschutzverein. Wir möchten immer so halt freundlicher auftreten und es ist ja eine Zusammenarbeit. Lösungen anbieten. Zusammenarbeit, ja. Das ist halt, das gehört unserem Motto, dass wir halt mit den Behörden gemeinsam was erreichen. Also wir haben so, also beim Rechtsabteilung, wir schreiben also halt einen Antrag, um diese Entscheidung zu widerrufen. Okay. Ich weiß nicht viel darüber sagen. Gut, ja. Kommen wir zum Punkt Tierschutz. Tiere schützen, beschützen. Wenn du es mir in einem Satz erzählen würdest, Azam, wie ist das eigentlich, das Ganze entstanden? Du bist ja hier als Urlauber hergekommen mit deinem Max. Dann wurde dein Max, dein Hund, vergiftet. Dann ist die Idee entstanden mit dem Treu, mit dem Verein Treu. Und ja. Seitdem arbeitest du hier hart mit vielen anderen Menschen, unter anderem auch mit deinem Praktikanten, der ist hier. Ja. Der spricht ja auch kein Deutsch, das ist auch kein Problem. Ja. Er heißt Jamil und er filmt uns jetzt gerade. Ist das ja aus dem Grund dieses Interesse entstanden, jetzt Treu oder Tierschutz hier zu verankern in Tunesien, weil du ja eigentlich einen Hund verloren hast, oder war das schon immer so? Also einen Hund verloren zu haben, das ist halt, vermute ich mal, vielleicht der Auslöser. Ja. Es gibt natürlich also auch, sag ich mal, im Land nach der Revolution und so weiter, so Bedarf an Leute, die vielleicht sowas machen hier. Also das ist genau wie eine Berufung, sage ich mal, so vom Gefühl her. Alter, ich verstehe dich die ganze Zeit. Die ganze Zeit warte ich ja immer drauf, dass du mir oder dass du uns mehr erzählst von dir. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du kein tierlieber Mensch bist. Du bist tierlieb. Auf jeden Fall. Also das ist die Leidenschaft pur hier. Warum versteckst du das? Du liebst ja alle Tiere. Also sonst wärst du nicht mit deinem Hund nach Tunesien gekommen. Ja, also sorry. Ich werde niemals mal meinen Hund, sage ich mal, vertrauen. Also mein Hund soll immer bei mir sein. So, wie gesagt, freilich, also halt, das ist keine Frage, so halt. Natürlich liebe ich Tiere, so, sonst. Also nicht nur Hunde, ja, sondern auch Tiere. Also allgemein auch Katzen und andere. Welches Tiere. Tier kannst du nicht leiden? Gar keine, also. Echt? Alle Tiere sind, ja. Auch Schweinchen namens Reb? Ist auch, warum nicht? Ist es auch okay. Ein Tier? Okay, kommen wir jetzt wirklich zum Punkt Tierschutz. Was bedeutet das für dich, Tierschutz? Und also, wie kannst du die Menschen informieren? Wie kannst du definieren? Also, das ist ein artgerechtes Leben ohne Zufügen von Leid, Schmerzen und Folter. Also von Menschen, Folter. Mhm. Das wäre das halt von Menschen, von mir, wir. Also, wir müssen das. Also ist insbesondere für Katzen und Hunde so ermöglichen, ist sehr wichtig. Ne? Also so sehe ich jetzt halt die Definition ist halt von Tierschutz. Okay. Tiere helfen ist es halt einfach Tiere, die Hilfe brauchen, die in Not sind oder ne? Also es ist halt das ist die Tierhilfe. Also einfach die Tiere helfen. Also Treuen. Treu, der Verein. Du bleibst ja natürlich auch deinem Verein treu. Ja. Als Verein, wie gesagt, wurde ja von dir selbst persönlich gegründet im Jahr 2015. Eigeninitiative ist ein eingetragener Verein. Wie viele Menschen sind dort aktiv? Ungefähr über den Daumen gerechnet. Ja, also wie gesagt, nicht so viele. So. Nicht so viele. Ja, also versuchen also halt, wie gesagt. Was erwartest du davon? Also was sind die Aktivitäten eigentlich? Du hast ja sicherlich auch zu Hause viele Tiere. Also wir haben das halt unser Motto. Es ist halt ein sauberer, ordentlicher Tierschutz in Tunesien hier zu machen. Natürlich ist halt, wir distanzieren uns von Tiermessis oder Animal Hoarding. Was ist Tiermessis? Ja, das sind halt Leute, die vielleicht denken, dass die Tiere helfen, aber also eher die Tiere eher schaden
als helfen. Das heißt, wenn ich mir einen Hund kaufe, weil mein Sohn oder meine Tochter sich einen Hund Das wünscht. ist was anderes. Das ist, also tiermäßig sind Leute, die einfach Tiere sammeln. Also da hat das, keine Ahnung, 20 Sammeln. Katzen in einem Haus oder Wie was weiß ich. Briefmarken. Ja. Hä? Sowas gibt es. Ja, gibt's, ja, gibt's auch. Ja, also es ist Animal Hoarding oder halt Das sind ist Leute, die halt absolut kein gegen. Mittel haben oder warten oder sind halt abhängig vom Hilfe von anderen Leute oder einfach die Tiere bei denen, die werden bei denen gehalten, aber die haben kein Mittel, also halt die Tiere zu Eine Frage füttern, noch, impfen das etc. gilt ja nicht Ja. für Menschen, für Personen, die sich ja Kampfhunde zum Beispiel kaufen, nur für den Kampf. Oder doch? Hundekämpfe, ja, das ist was anderes. Also Ah, Hundekämpfe okay. ist es halt natürlich, also allgemein EU ist halt verboten. Tunesien gibt es leider noch kein Gesetz. Wir versuchen also halt natürlich durch unsere Mitglieder und Leute, die halt helfen wollen, einfach die Leute, sage ich mal, immer freundlich zu erklären, dass es halt nicht geht. Also das Hundekämpfen, wir suchen auch in Zusammenarbeit mit Polizei, Behörden etc. halt solche Kämpfe zu verhindern. Vorausgesetzt, dass es ja eine Genau. juristische Plattform Gibt gibt. es leider. Also Okay. Legitimität ist ein bisschen schwach hier. Also wir Okay. haben noch kein Gesetz, das definitiv, also halt sage ich mal, halt eine rechtliche Grundlage, die richtig stark ist. Aber solange werden wir so immer eher so halt mit den Leuten reden. Vielleicht mal Hilfe anbieten, vielleicht mal die Leute zeigen, wie man das richtig. Also es gibt natürlich viel bessere Sachen oder halt Sachen, die interessanter im Hinsicht dieser Leute als Hundekämpfe sind halt so, gibt es Hundesport. Aber wie sprecht ihr mit den Menschen? Macht ihr eine gewisse Veranstaltung zum Beispiel, wo ihr die Menschen informiert Wir gehen auf oder? die Leute einfach zu und reden einfach, wir reden einfach mit. Also ich persönlich In versuche als vielen Ecken Hundetrainer und Tunesiens. so weiter. Werde ich das also, versuche ich immer so mit den Leuten zu reden und erklären, dass es nicht geht, dass es um Hundekämpfe und es gibt andere Veranstaltungen mit Hundesport, es gibt so Agility-Sport, Ja, es das gibt ist interessant. solche Sachen, die können es halt mitmachen, so Wettkämpfe und so weiter. Und natürlich ist es halt, also dass der Hund ist halt nicht seine Bestimmung zu kämpfen mit anderen Hunden, sondern so halt vielleicht im Wettkampf also halt einzusetzen. Gibt es so also halt so ähnlich in Deutschland, so BA-Prüfung, IPO 1, 2, Ja, 3, ja. Agility Sport etc. Also viele tolle Sachen, also die man sich mit dem Hund beschäftigen kann und auf keinen Fall Hundekämpfe. Alles klar. Die gute Nachricht ist, das hast du mir erzählt, le Conseil de l'Ordre oder der Beirat für rechtliche oder für Ordnung hat die Aktion Gerber sowie auch künftige Zusammenarbeit mit dir bestätigt. Ja, die haben das offiziell also halt bestätigt. Also die haben auch so, da war so eine Versammlung, wo ich also halt teilgenommen habe. Wurde alles auch protokolliert, das war halt. Wir bekommen das auch schriftlich von denen. Und deswegen sage ich das auch. Also halt, das ist. Da werden wir in Gerber so halt mit die Tierärzte, die dort zuständig sind, also Okay. halt zusammenarbeiten. Alles klar. Und Ja. wer finanziert ja das Ganze? Also Also treu? finanzieren, das ist halt natürlich eine tolle Sache. Ja. Also wir haben Mitgliedern, also wir versuchen immer mehr Mitglieder hier Zu erwerben? zu Okay. erwerben hier bei uns. Es gibt natürlich Jahresbeitrag, so wie man das kennt in Deutschland. Da werden natürlich das Ganze finanziert. Also je mehr Mitglieder wir haben, desto halt mehr Geld, also in die Kasse Das versteht reinkommt. sich. So. Und Wie kann man euch erreichen? Habt ihr auch eine Webseite, wo man euch kontaktieren kann, ja, oder? über Facebook haben wir auch zwei Seiten über Facebook, die Tierhilfe Tunesien. Und wir haben auch Et Animaux Tunisie auf Französisch für die Einheimischen. Also wenn ich eingebe treu, dann kann ich euch finden. Am besten Tierhilfe Tunesien eingeben oder Et Tierhilfe Animaux Tunesie Tunisie eingeben. oder Also, Et ja. Animaux Tunisie. Und dann geht es ja mal ganz schnell. Aber ich muss sagen, die Resonanz bei den Einheimischen hier ist wirklich, wirklich sehr versprechend. Ja. Also seit 2015 bis heute haben viel Ach, erworbene, tatsächlich. sage ich mal, Aha. Mitgliedern und so weiter, auch als halt Okay. Prominenten, sage ich mal, möchte jetzt keinen Namen Okay, erwähnen, kein Problem. aber die sind dabei, auch so halt von den Behörden, so halt Leute, die, sage ich mal, hochgradig, also halt im Staat tätig sind, die helfen auch. Es gibt so verschiedene Arten von Hilfe. Jede Also vom Hilfe Konzept zählt. her, ja genau, vom Konzept her, jeder Mitglied
ist so eine Art Bewache, sein Fell oder seine Umgebung. Mhm. Falls irgendwie Missbrauch oder Misshandlung von Tieren werden, wir von ihm informiert, beziehungsweise kann er selber mit den Leuten freundlich reden und erklären, dass es nicht geht und Hilfe anbieten. Ja. So hast du halt, sage ich mal, viele Augen jetzt, sage ich mal, im Lande. Perfekt. Ich schaue mir jetzt gerade mal den Jamil an. Er ist ja gerade am Filmen und du hast mir erzählt, er hatte schon mal einen Hund in Tunesien hier gerettet. Ja, also wie es halt... tolle Aktion, Jamil. Praktikum, also halt, wurde ihm so ein Praktikum angeboten. Mhm. Haben wir uns zufällig, also halt durch Zufall kennengelernt. Der hatte so eine Hündin oder bei ihm, also halt, die war richtig, also halt, sah so ein bisschen krank, hab gefragt, was los mit ihr und so weiter, hat erzählt, dass die wurde misshandelt von Leuten. Oi. Ja. Und hat er sie dann geholfen, also halt einfach medizinisch versorgt und ihr das Leben gerettet. Genau. Super, Jamil. Ist ein ängstlicher Hund, also so wie ich es bemerkt habe, er hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen, null Vertrauen etc. Trotzdem hat er so viel Geduld gehabt mit ihr. Dann natürlich, also halt, obwohl es halt vom Mittel her hatte er so viel Geld, das Ganze zu machen. Und natürlich haben wir unsere Hilfe angeboten, weil wie gesagt, unser Ziel ist einfach, Tiere zu helfen. Das ist ja ein Und als ich sah, dass er wirklich dass er vielleicht mal das richtig lernt, wie man es halt mit Tieren umgeht, die ganze Betreuung von Tieren und so weiter. Dann habe ich das halt ihm vorgeschlagen, so eine Praktikumsstelle, also eine Praktikumsstelle bei uns, also halt. Und der war sofort einverstanden. Der hat jede Menge gelernt, sage ich mal. Super. Ich denke mal, wir haben ja nichts vergessen hier um das Thema, wir sprachen über das Thema, über den Tierverein von dir, von Etza Kassab, mit dem Namen Treu 2015. Für jeden Interessenten, für jeden, der sich ja für Hunde sich interessiert oder für Informationen, für Tiere überhaupt, Informationen eventuell, dann kann er euch ja mal kontaktieren unter so Animo. Wie war das? Animo? Also, Animo. Die tunesisch-französische Seite ist @animo_tunisie, also @animo zusammengeschrieben. Tunesie und also ich denke, dass halt die Seite schon, die deutsche Seite auf Facebook schon bekannt, hier für Tunesien. Ich denke schon, jeder hat schon mal davon was gehört. Mhm. Also wie gesagt, seit 2014. Ja, und wie gesagt, könnt gerne so halt Mail schreiben. Also wenn ihr so halt auch helfen möchtet, so bei dieser Aktion auf Djerba, sprich für Kastration, Impfung und so weiter, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Auch Veterinäre sind eingeladen, oder? Ja, das sind halt eben die Veterinäre, die halt vom Conseil d'Ordre, die halt in Djerba tätig sind, sich die wurden alle informiert. Mhm. Okay. Und da gibt es ja so halt so eine Rahmenvereinbarung, die schon früher mit, das sind Details. Okay, alles klar. So, da muss ich auch also halt bei Gelegenheit Kollegen von mir danken, die Daniela Asmus. Okay. Die auch mit der Idee ist halt beteiligt ist oder beziehungsweise ursprünglich die Idee von ihr. Also möchte ich ihr so vom Herzen danken. Wie gesagt, die wird auch dabei ist halt im März. Oh, auf Djerba. Genau. Okay. Und da werden wir alle Einzelheiten beziehungsweise die Details besprechen, die Vorgehensweise, wie das alles funktioniert. Wir werden ja dabei sein. RTC Multikulti wird ja dabei sein. Mentraining ist halt organisiert dort in Deutschland. Die Einnahmen für diese Veranstaltung, was die eben am Wochenende oder am Sonntag macht, geht das halt für diese Aktion halt. Für die Aktion und so weiter. Ja, super. Tolle Arbeit. Wir kennen uns schon eine Weile. Die hat immer so mir gesagt, ja, Djerba, wann machen wir Djerba? Also wie gesagt, wir haben auch jede Menge Arbeit hier, also sage ich mal in Tunis, Norden und so weiter. Wir haben auch, wie wir es halt bereits erwähnt haben, also mit Bosnien und so weiter, viel zu tun. Aber wie gesagt, letztendlich habe ich gedacht, naja, mach mal doch was. Na? Und wie gesagt, da war schon, sage ich mal, die Motivation, also halt, dass ich gesagt habe, ja komm, mach mal das, zieh mal das durch.
und ich hoffe, dass es alles gut läuft. Also halt mit dieser Toll, toll, toll. Aktion. Also Ja. ich persönlich drücke euch wirklich alle Daumen, die ich habe. Die Aktion Jabber im März. Wir Im März, ja. werden die ganze nette Geschichte jetzt hier verfolgen. Wir werden Ja, hier im sehr gerne. März auch dabei sein, den Kontakt überhaupt nicht hier verlieren. Vielen Dank für das einfallsreiche Gespräch, Erza Sehr Kassab. gerne. Und jetzt hören wir mal einen Song. Ist Ach ja so, auch ja, eigentlich genau. Vorschlag von dir mit Ja. dem Thema Tiere in Not. Der Song beschäftigt sich inhaltlich auch mit solchen Themen, Tiere und das Bewusstsein der Menschheit überhaupt für Tiere. Die beiden Künstler, Vic 840 heißt das, und Genau. Monopol aus Nürnberg. Nürnberg. Danke an Jamil, genauso. Und ja, bis März. Vielen Aktion Dank. auf Java. Tschüss. Jawohl. Der große Meister hat es erschaffen für alle hier im